Hallo zusammen, Produktvorstellung. Und zwar die neuen FX Pro Filter von Rollei. Herr Rollei hat mich beauftragt, mir die anzuschauen und mir die im Vorfeld schon zur Verfügung gestellt. Ich war damit in Österreich unterwegs, in Berchtesgaden unterwegs, am Steinhuder Meer unterwegs, in Hamburg am Hafen unterwegs und so weiter. Und habe mir die halt ganz genau angeschaut. Produktvorstellung. Ganz kurz. Das ist das alte Filterhaltersystem. Das ist schon mal die gute Nachricht, das kannst du behalten. Also wenn du schon das Rollei-Filtersystem hast, dann kannst du das Haltersystem, das ist nicht neu. Mit dem, das habe ich jetzt ein halbes Jahr, damit war ich in Neuseeland, auf Island und diversen Touren. Und mit den alten Glasscheiben, also neu sind nur die Glasscheiben. So, das ist mal das Erste. Auch wenn du schon welche hast, dann kannst du die weiter verwenden. Also musst du nicht ersetzen, sondern du kannst die alten verwenden. Und wenn du einen neuen Filter brauchst, weil du vielleicht noch einen zusätzlichen Filter haben willst, dann kannst du einfach das neue System dazu nehmen und kannst sie natürlich auch kombinieren. Die haben halt ein paar Verbesserungen, Neuerungen und darauf gehe ich jetzt ein. Wenn ich durch den Sucher gucke, sind die Bilder kleiner. Yes! Ja, ist gut. Ja, komm her, ist cool. Es hätte sogar noch einen Tick länger gedurft, aber kommt gut. Ich muss ja nicht Blende 10 gehen. Geh nochmal Blende 8. Wo bist du? Ich bin hinter dir. Ja, sehr oder? Geil. Oder? Es darf noch ein bisschen länger. Ich glaube, ich gehe einfach länger. Wie funktioniert das ganze System? Du hast diesen Halter. Der besteht eigentlich aus zwei Teilen. Und zwar ist das ein Ring, den schraubst du vorne aufs Objektiv. Der hat 82 mm Durchmesser. Wenn 82 zu viel ist, dann sind Adapterringe dabei für die gängigen Durchmesser. Also das ist zum Beispiel jetzt 67 mm für meine Sony A6300 mit dem 12 mm, egal ob Zeiss oder Samyang, die haben beide 67 mm. Das heißt, dann schraube ich das aufs Objektiv und dann den da drauf. Und dann kann ich diese Halterung da einfach ranklippen. Klack. Und in die Halterung, da kann ich mehrere Filter reinmachen und auch kombinieren. Das mache ich sehr häufig, dass ich zum Beispiel bei diesem Wasserfall, das ist der Gollinger Wasserfall in Österreich, da habe ich einen Polfilter drauf, der ist rund, der gehört dazu, der ist rund, der ist da drin. Und zusätzlich dann ein ND, ich glaube ND1000, ja, ein ND1000 Filter war das. Das heißt, ich kombiniere die. Oder hier im Hamburger Hafen, da habe ich drauf einen ND1000 und einen ND8 Filter. Und hier sind drei kann ich übereinander stecken plus den Polfilter. Ja, und wenn das nicht reicht, dann läuft irgendwas sowieso ganz komisch. Also es ist sehr, sehr häufig, dass man Filter kombiniert. Gerade ein ND-Filter plus Polfilter oder ein ND-Filter, also ein Langzeitfilter, plus ein Verlaufsfilter. Verlaufsfilter, die sehen so aus, dass ich halt ein Teil des Glases ist hell, ein Teil ist dunkel. Das ist Fernsehblende. Du bist einfach so ein bisschen im Hintergrund, also bohr nicht in der Nase. Eine weitere Besonderheit. Was ist das denn? Sirene oder ist das Motorrad? Ja, eine weitere Besonderheit in Hamburg ist, es ist immer laut. Ne? Es ist immer laut, ist mir aufgefallen. Auf dem Weg hierher vorhin im Auto habe ich mehr Sirenen gehört als bei uns im ganzen Jahr auf dem Dorf. Ja, hier ist immer Action. Ja, und bei uns kommt nur der Krankenwagen, wenn einer stirbt oder so. Eine weitere Besonderheit der Filter ist, dass die sitzen in dieser Filterhalterung drin und die müssen da stramm drin sein, weil ich mit der Kamera ja rumlaufe. Also die müssen stramm drin sein, das ist gut. Das heißt aber auch, wenn ich den wechsle oder wenn ich einen Verlaufsfilter so ein bisschen höher runterschieben will, dann muss ich natürlich ein bisschen Kraft aufwenden. Und mit meinen patschigen, dicken Fingern, am besten vorher noch Sonnencreme und so weiter. Also was automatisch passiert, man hat Fingerabdrücke dran. Und die sind jetzt also so bearbeitet, beschichtet, ich weiß gar nicht, dass man das eben leicht wieder abkriegt. Da sind überall Brillenputztücher dabei und dann kann man einmal anhauchen und wegmachen oder auch ohne anhauchen. Und das klappt also bislang sehr gut, dass meine fettige Männerhaut, dass ich die auch wieder abkriege. Auch das ist nicht selbstverständlich. Bei manchen Filtern mag ich mich erinnern, dass ich schon Filter weggeschmissen habe, weil ich gesagt habe, das kriege ich nie wieder ab. Und also irgendwie, weil das ist halt einfach doof. Wenn du hier stehst, geile Location, Sonne scheint rein und dann der Fingerabdruck so mitten auf dem Foto. So, wir stehen jetzt hier zum Sonnenuntergang. Da ist der Marvin, da ist der Steg. Hier sind so Schienen, die ins Wasser reingehen. Mega, mega schön. Der Himmel wird rot. Sorry, ich muss weitermachen. Ich kann schon wieder nicht alles auf einmal machen. Reflexion. Es ist so, dass gute Objektive, gerade für Landschaftsfotografen, die müssen gut beschichtet sein, damit ich in die Sonne reinhalten kann, damit ich eben keinen unschönen Flair habe.
Jetzt ist es so, wenn ich natürlich mein teures Spezialobjektiv habe und ich packe da jetzt noch Glas davor, dann kann das zu Reflexionen führen, wenn ich in die Sonne rein fotografiere oder gerade wenn die so schräg von der Seite kommt. Deswegen ist diese Halterung schwarz und nicht silbern oder so, weil das wäre natürlich fatal. Deswegen sind die Dinger matt schwarz. So, und die neuen Filter sind halt jetzt eben so beschichtet, dass sie weniger reflektieren als alte. Ja, und das ist tatsächlich so, jetzt am Steinhuder Meer hatte ich ja endlich mal so ein bisschen Sonne, zumindest inzwischen kam die mal durch. Und ich kann damit in die Sonne rein fotografieren, ohne dass ich auffällig Flair hätte oder sowas. Das ist sehr gut, das ist sehr nützlich, macht mir das Leben natürlich einfacher. Farbneutralität. So ein Filter ist natürlich eine Glasscheibe, die getönt ist, im Grunde vereinfacht. Und je stärker getönt sie ist, desto dunkler ist der Filter. Also ein ND1000-Filter ist dunkler als ein ND8-Filter. Und das heißt, wenn du im Automatikmodus arbeitest, was die Belichtung angeht, automatischer Weißabgleich, dann ist das ein Problem. Das kennst du, das hast du schon oft gesehen. Wahrscheinlich Langzeitbelichtungen, die haben sehr häufig so einen lila Stich. Das liegt einfach daran, weil die Automatik und die Kombination mit der getöteten Scheibe führt halt zu diesem Farbstich. So, und die neuen Filter, und das ist jetzt wirklich eine Neuerung, das kannte ich so nicht, dass die halt eben das eben nicht haben. Selbst wenn ich ein ND1000 und ein ND8-Filter, also da ist jetzt echt Glas davor, echt dunkel. Also da kann man nicht mehr durchs Objektiv durchgucken im Grunde, jedenfalls nicht bei der Nikon. Das heißt, dann ist immer noch praktisch kein Farbstich. Also kann man suchen und dann sich, ja, ist nicht, nein, ich weiß nicht und so. Also auf dem Niveau. Natürlich kann man den Farbstich immer auch im Photoshop rausnehmen, aber das kostet Zeit und Mühe und das ist gar nicht so einfach. Weil es ist ja immer so ein bisschen die Frage, was sind denn die richtigen Farben da oder was gefällt mir gut? Das ist auch ein bisschen Tagesform und gerade so zum Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang, wenn dann warme Sonnenstrahlen reinkommen und alle Farben sowieso so ein bisschen verschoben sind und dann auch der lila Stich drin ist. Ziemlich mühsam. Und das ist natürlich super, dass das jetzt quasi nicht mehr da ist. Stabilität. Die Filter sind aus Glas und Glas ist natürlich immer ein Problem für uns Landschaftsfotografen, weil wenn wir morgens vor dem Frühstück unterwegs sind, irgendwo steife Finger und so weiter, es fallen einem ja auch mal Sachen runter. Das Schöne daran ist, die sind aus Gorilla-Glas. Das ist das Glas, aus dem auch Handy-Displays sind. Das heißt, es ist relativ stabil gegen Kratzer und die darf man auch mal runterfallen lassen, ohne dass sie gleich kaputt gehen. Ich muss mal wieder Staub saugen, aber davon ab, also sind jetzt keine Kratzer dran. Das bitte nicht nachmachen, liebe Kinder. Ich weiß nicht, wie oft man das machen kann. Und das ist jetzt Parkett hier, beziehungsweise Laminat und nicht irgendwie ein Bergbach mit reißender Strömung und so weiter. Das ist ja dann eher das Problem, dass das Ding dann weg ist. Fazit und Praxis. Ich war jetzt ein paar Wochen damit unterwegs, ich war damit auch in den Bergen unterwegs, wandern und so weiter, beziehungsweise ich habe es dann Christina tragen lassen, ich denn unsere Tochter und Christina den Fotorucksack, weil die Tochter inzwischen schwerer ist als der Fotorucksack. Es wird dann immer so ein bisschen abgewogen, je nachdem wie viel Stative und so weiter ich mitnehme, ob ich filme oder nicht, dann habe ich halt mehr Ausrüstung dabei. Dann ist mal Kind und mal Kamera schwerer. So, das sieht jetzt noch viel aus, aber ich nehme ja nie alles mit, sondern ich gehe ja irgendwo hin und ich überlege, ja, also wenn ich Urlaub fahre, dann nehme ich das Set mit. Und wenn ich dann losgehe morgens, dann überlege ich ja, was will ich machen. Und ich gehe an den Wasserfall, dann brauche ich keinen Verlaufsfilter mitnehmen, weil der gehört da nicht hin. Oder ja, ich gehe an Steinhuder Meer, dann nehme ich natürlich den Verlaufsfilter mit. So, hier im Hart gehen ND8. So, dann machen wir das so. Der Hart hat den Vorteil, ich sehe, was ich da mache. Also ich gucke durch die Kamera und ich sehe ja sofort, nicht zerbrechen. Ich sehe ja sofort, was ich da mache. Also je nachdem. Und dann ist es nachher nicht so furchtbar viel. Ich mache das jetzt auch so, das soll keine Empfehlung sein, ich mache das auch so, ich lasse ihn in der Regel drauf. Gerade wenn ich mehrere Tage unterwegs bin, das war ich jetzt, ich war Steinhuder Meer, Sonnenuntergang, dann Sonnenaufgang und am selben Tag abends in Hamburg, dann nehme ich den 1000er Filter doch nicht ab. Den packe ich ein und das Ganze kommt mit so einer Tasche. Es gibt das Starter-Set, da ist diese Tasche dabei. Und da kann ich den reintun und dann mache ich den tatsächlich, packe ich den so rein. Und dann nehme ich den raus. Also die einzige Arbeit, auch das Ding lasse ich auf dem Objektiv drauf. Das heißt, ich bin damit schneller als mit einem runden Filter, weil ich nehme das Ding aus der Tasche und klicke es rauf und gut ist.
und kann dann flexibel reagieren und sagen, ja, okay, jetzt kommt noch. Also, dass ich nicht drauf lasse, sind die langen. Ne? Die natürlich nicht. Aber die ND8, 64 oder 1000, die lasse ich natürlich drauf. Und dadurch bin ich super schnell. Ich bin damit ein paar Wochen unterwegs gewesen. Ich habe es gezeigt. Das Zeug kann auch mal runterfallen. Das nicht Rollei sagen, aber mir sind die Dinger auch schon runtergefallen teilweise. Ich bin halt echt, nämlich Hektiker. Und deswegen bin ich ja so froh drüber, dass das halt geht. Wie gesagt, das soll keine Empfehlung sein, probier das nicht aus. Das glauben wir einfach mal, Rollei. Und natürlich zerkratzen die irgendwann auch, mein Handy ist ja auch zerkratzt. Also die nicht mit dem Schlüsselbund in der Hosentasche tragen. Aber es macht mir das Leben halt ein bisschen einfacher, dass ich weiß, ich muss da nicht ganz so drauf aufpassen. Nichtsdestotrotz, die sind teuer, gebe ich mir natürlich Mühe, ich packe die tatsächlich immer in diese Tasche. Es gibt so diverse Taschen, wo man die reinpacken kann, aber ich packe die tatsächlich immer da rein, weil das leere Ding, das wiegt ja nicht wirklich was. Außerdem ist es natürlich super übersichtlich, weil ich mache es dann tatsächlich so, ich bereite das aus, da wo ich stehe, lege die hin und dann kann ich zack, zack, zack die Filter nehmen, die ich haben will. Ich habe dann immer griffbereiten Blasebalg und halt eben das Putztuch im Ärmel, sodass ich den Staub, Dreck und so weiter da oder die männliche Mischhaut, die Spuren hinterlässt, da wieder abnehmen kann. Dann, wie gesagt, immer griffbereit auch den Polfilter. Benutze ich relativ viel. Seitdem ich mit dem Richard Pool im Riesengebirge unterwegs war und er mir gezeigt hat an Wasserfällen, was man damit machen kann. Auch schon wieder Jahre her. Seitdem habe ich den immer griffbereit. Den habe ich in Neuseeland vor allem viel benutzt, weil tagsüber am Meer, ne, blauer Himmel, ein paar Wolken drin, habe ich ein Video zu gemacht. Siehe mein Video zu Neuseeland. So, ich hoffe, das war ein bisschen nützlich und hilfreich. Wenn du es dir kaufst, wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß bei deiner Landschaftsfotografie mit Filtern. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.